Ja, so folgendermaßen soll das Programm aussehen, beziehungsweise das Folgende soll das Programm machen. Ich setze mal den Port alle Pins auf 0. So, das heißt, Temperatur und Druck im Kessel sind okay. Ich starte einmal das Programm und er gibt mir auch aus, alles ist okay. Und wenn ich jetzt das niederwertigste Bit setze, dann gibt er mir aus, die Temperatur T ist zu hoch. Ich nehme das wieder weg, alles ist okay. Dann das nächste Bit gesetzt, der Druck P ist zu hoch. Und wenn ich T und P zu hoch eingestellt habe, das heißt die Temperatur und der Druck ist zu hoch, dann soll er das entsprechend noch ausgeben.